Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, das mit 1200 Mitarbeitern weltweit die Themen Wärmeerzeugung und Energiemanagement behandelt. Unser Unternehmen ist mittlerweile 80 Jahre alt und versorgt Industrien wie die Chemie, die Pharmazie, Öl und Gas oder die Nahrungsmittelindustrie mit modernen Lösungen, die sich von der Auslegung, dem Systemdesign, dem Bau der Anlagen bis zur Inbetriebnahme und der Betreuung im Betrieb erstrecken. Wenn Sie auf dem Markt sehr viele Hersteller und Lieferanten von Komponenten finden, gibt es nur ganz wenige Firmen, die die Wärmeerzeugung umfassend betrachten und dem Kunden Lösungen bieten, die von der Brennstoffaufbereitung über die Verbrennung bis zur Emissionskontrolle ein komplettes Paket abliefern und dabei auf sehr niedrige Verbräuche und optimale Emissionen achten. Ein Thema, was immer wichtiger wird in unserer Umwelt, ist das Verhalten der Bestandsanlagen. Firma Sake hat ca. 20.000 Bestandsanlagen weltweit im Einsatz. Und diese verlangen Anpassungen an veränderte Betriebsbedingungen, Anpassungen an neue regulatorische Bedingungen durch Upgrades und Retrofits und auch durch Fernüberwachung und ständige Optimierung der Anlagenparameter helfen wir dem Kunden, seine Investitionen zu erhalten oder sogar im Wert zu steigern und neueste Vorgaben in der Emissionsschutzgesetzgebung einzuhalten. Wir befinden uns hier auf der ACHEMA 2018 in Frankfurt. Wir sind bereits zum vierten Mal als Aussteller hier vertreten und unsere Aufgabe wird es sein, unseren Kunden einen kleinen Ausblick in die Zukunft zu geben. Wie stellt sich das Unternehmen als leistungsfähiger Partner für unsere Kunden dar? Die technischen Möglichkeiten möchten wir darstellen in Form von Augmented Reality Brillen, wo wir die Möglichkeit bieten, einen Einblick in gesamte Anlagen zu ermöglichen, diese zu simulieren und plastisch darzustellen und mit dem Kunden komplexe Anlagen durchzusprechen. Das Ziel der Ausstellung hier ist, die Kontakte zu knüpfen, zu informieren, was ist neu auf dieser Messe, wie hat sich Sake für die nächsten Jahre aufgestellt und welche Möglichkeiten des Kundenservices nach der Installation und Inbetriebnahme bietet das Unternehmen heute an.